Unten haben wir noch Gold. Sehen wir, wie wir da am besten rankommen an diesem Slime vorbei. So, die da waren wir ran, ja, und da geht es weiter runter. Das heißt, das merken wir uns mal fürs weiter vorankommen. Aber erstmal muss das Gold noch mit. Also sehr lustig sieht man dort jetzt am linken Rand, ich weiß nicht, wie gut man das bei YouTube erkennen kann, aber ich hoffe, man kann es sehen, den Undead Miner. Das ist ein Skelett mit einem Minenhelm auf, das sieht immer sehr lustig aus und vor allem gibt auch Licht, wenn man dabei ist. Das ist leider oft genug ausprobiert, aber er lässt diesen Minenhelm nicht fallen. Da haben wir schon ein bisschen drüber geärgert, aber es ist trotzdem eine ganz lustige Begegnung mit dem. Ist leider aber gerade, glaube ich, ein bisschen zu stark, als dass ich mich mit dem anlegen möchte. Von daher gehen wir mal lieber hier weiter. Gucken, ob wir hier irgendwo noch was Schönes finden. Ja, weiter geht's hier direkt nicht. Also nehmen wir wieder die Baumethode. Ich hau diesmal nach oben so ein Stückchen drüber und mach das dort. Einfach nur, weil ich dann oben noch genug Licht habe und dann hier eine Fackel hinpacken kann. Ich hätte das Ganze natürlich auch nach unten machen können. Einfach mich nach unten buddeln können, aber da ich unten jetzt gar nichts gesehen habe, war mir das ein bisschen zu aufwendig. Das so. Kann man hier weitergehen. Frage, ob wir bald was finden. Sieht unten, zumindest ist da irgendwas eingelagert, aber ich glaube, ja, es ist nur matt. Ich mache hier mal einen kleinen Break. Wir sehen uns dann weiter, wenn ich wieder bis zu was Interessanterem gegraben habe. Bis gleich. So, Leute, da bin ich wieder. Wir haben hier eine Höhle gefunden mit einer Truhe drin. Das ist natürlich jetzt, das möchte ich gerne haben. Vor allem die Truhe, leider laufen hier recht viele Viecher rum. Das heißt, ich muss mal sehen, dass ich irgendwie so rankomme, dass ich gegen die kämpfen kann. Ohne dabei in einer sehr schwachen Position zu sein. Also wenn ich mich da oben jetzt reingegraben hätte, wäre ich einfach auf die draufgefallen. Hätte ich ja kaum eine Chance gehabt. Aber hier kann ich jetzt zum einen sehe ich eine neue Höhle. Zum anderen kann ich hier jetzt die Wand so abbauen, dass ich nicht so weit über denen stehe. Und kann damit hoffentlich einige davon treffen, ohne Schaden zu bekommen. Oder ohne viel Schaden zu bekommen. So, den hätten wir. Und wir hier natürlich die Truhe haben. Ach, Angel Statue. Das ist der einzige absolut sinnfreie Gegenstand im ganzen Spiel, denn er macht nichts. Haben wir eigentlich, ja, ich weiß nicht, mal hier rüber. Brauchen wir nicht mitnehmen. Außerdem haben wir Gravity Potion. Gravity Potion sind eigentlich auch ziemlich cool. Damit dreht man einfach mal die Gravitation um auf Knopfdruck. Das klingt ein bisschen komisch. Ich habe beim ersten Mal auch doof geguckt, als ich die im Einsatz gesehen habe. Oder selbst verwendet habe, aber das ist eigentlich schon ganz lustig, wenn man damit im Endeffekt sogar fliegen kann, wenn man sich geschickt genug anstellt. Und ist sehr spaßig, hat auch meist den Nachteil, dass man sich damit sehr schnell selber töten kann. Ich bin da mal lieber ein bisschen vorsichtiger. Aber sie sind halt eine coole Erfindung, das muss man schon sagen. Jetzt merke ich gerade, dass ich mir nur einen Holzbogen bisher gemacht habe. Das war vielleicht ein bisschen unklug, weil normalerweise sind die halt eine gute Möglichkeit, hier Schaden zu machen. Aber mit einem Holzbogen, die 4 Schaden, die ich dem Skelett mache, sind halt nicht wirklich viel. Daher ist das ein bisschen magisch. Da sollte ich mir nächstes Mal, wenn ich oben bin, einen besseren bauen. So ein Goldbogen macht im Endeffekt, glaube ich, sogar mehr Schaden als ein Goldschwert. Das heißt, es lohnt sich schon, da welche einzupacken und dann vielleicht noch ein paar schöne Pfeile zu bauen. Es gibt nicht nur diese Standardpfeile, sondern noch ein paar bessere, die man sich machen kann. Und damit kann man dann im Fernkampf schon ganz gut Gegner schwächen, ohne irgendwie Risiko einzugehen, getroffen zu werden. Hier eine kleine Sackgasse. Dann haben wir zumindest abgeklärt, dass wir dort nicht weitergehen müssen. Das ist eigentlich auch ganz praktisch. Das ist also ein bisschen unpraktisch, wenn man in riesigen Höhlen landet und gar nicht weiß, wo man als erstes lang gehen soll. Und eigentlich überall gucken will, was da drin liegt, weil überall kann man ja nun mal nicht lang gehen. Das ist aber ein bisschen schade. Dafür geht es hier, glaube ich, weiter. Ja, wir haben... Ah, wir haben hier Topaz und wir haben da unten Damonite, nennt sich das. Ist ein bisschen ärgerlich, dass wir es jetzt finden. Dafür brauchen wir eine Goldspitzhacke, die ich natürlich noch nicht habe. Das heißt, das gefunden zu haben, bringt mir jetzt gar nichts. Ich kann es da einfach mal... Ich kann da gleich hingraben, nur wie gesagt, ich kann es halt nicht abbauen. Ich erreiche also nichts damit, dass ich da rankommen kann. Wollte, ist dieses weitere Herz da unten.
Deswegen müssen wir natürlich die Skelette irgendwie noch tot bekommen. Da ist der Speer jetzt ganz nett, hat aber den Nachteil, dass er auch nicht so viel Schaden macht. Ich denke, wir werden das ein bisschen ändern, indem wir uns hier unten reinstürzen. Dann stehen wir unter den Skeletten. Dann haben die nicht wirklich eine Chance, uns zu treffen. Wir viel besser stehen. Dann können wir hier auch unser Herz einstecken. Und bekommen gleich nochmal mehr Lebenspunkte. Und schwupp. Jetzt hier noch weiter. Na, nicht wirklich. Heißt, da oben ist auch nichts. Wir können wieder zurückgehen. Da rechts sieht es so aus, als könnte man noch weiter runter. Das heißt, da werde ich jetzt wohl mal lang. Boah, hier einmal dieser Fledermaus vorbei. Da stehen wir jetzt natürlich auch ein bisschen ungünstig. Aber ich hoffe, der Schaden, ja, hält mittlerweile zum Glück nicht mehr so viel aus gegen unsere Angriffe. Das heißt, da waren wir jetzt nicht, war es jetzt nicht so viel Risiko. Und da macht es sich natürlich auch bezahlt, dass wir mittlerweile eine Rüstung haben. Die macht zwar, wie viele Punkte haben wir? 5 Defense-Punkte ist jetzt noch nicht so viel, aber es ist immerhin schon mal etwas. Und besser als würden wir hier mit 0 rumlaufen. So, sehen wir da mal weiter. Direkt weiter scheint es hier nicht zu gehen, aber wenn wir mit diesem Gang weitergraben, vielleicht finden wir was. Ja, da scheint wieder ein Höhle zu sein. Das ist so ansatzweise. Suchen wir irgendwie, ja, jetzt ist er oben, das ist gut, den haben wir bekommen. Also da hat man halt teilweise wirklich Probleme, man kennt es aus anderen Spielen ja, dass es eigentlich immer besser ist, oben zu stehen. Hier ist es wirklich schlechter, wenn man hier oben steht, dann hat man eigentlich kaum eine Chance, zumindest keinen Schaden einzustecken, weil der Gegner dann immer von unten anspringen kann, ohne dass man dagegen was machen kann. Da ist es teilweise sehr schwierig, da tue auch ich mich immer noch schwer, mit dann den Gegner zu treffen, ohne viel zu erleiden. So müssen wir uns hier jetzt mit so einem Mother Slime rumschlagen, diesem großen, oh, er ist zum Glück verschwunden. Da unten hin. Das sind von den Slimes her die heftigsten. Liegt ja auch nahe bei der Größe. Deswegen werde ich jetzt mal versuchen, den irgendwie, ob ich an dem vorbei kann. Wir könnten da rechts lang gehen. Ich werfe mal was runter, um zu gucken, ob sich das hier unten lohnt. Na, da ist nur Kupfer. Das muss ich jetzt nicht haben. Dann gehe ich lieber hier rechts lang. Dann komme ich an dem Slime vorbei. Das ist mir dann doch ein bisschen lieber, als mich da jetzt mit dem rumschlagen zu müssen. Okay. So viel ist hier auch nicht direkt. Das heißt, wir haben hier wieder ein bisschen Grabearbeit vor uns. Aber es geht hier zumindest noch weiter. Da oben ist wieder Demonite. Es wäre natürlich schön gewesen, wenn wir es jetzt einsammeln können. Und mit der Zeit summiert sich das dann auch auf, auch wenn wir nur so kleine Adern sind. Nur lässt sich halt nichts machen. Das geht wirklich nur dieser Goldhacke. Allein deswegen sollten wir zusehen, dass wir die bald bekommen können. So. Auf jeden Fall sind wir in einer größeren Höhle gelandet. Das heißt, wenn wir Glück haben, finden wir vielleicht wieder eine Truhe. Und auf jeden Fall finden wir Gegner. Das ist unschön. Aber vielleicht, ja. Wir haben den Vorteil, dass Slimes auf Wasser lang springen. Das heißt, wir können jetzt versuchen, die von unten zu töten, während wir vielleicht halbwegs sicher vor ihnen sind. Und wir können auch mit dem Speer hier ganz nett arbeiten. Sieht ja, der große Slime ist der Sprung. Und daraus kommen mehrere kleine Slimes nach. Was natürlich richtig eklig ist. Die sind zwar nicht so stark, der große, aber sie sind halt trotzdem immer noch schmerzhaft genug, dass wir da eigentlich... Das Skelett ist jetzt natürlich unpraktisch. Ja, bald haben wir ihn. Dann sind da noch die Kleinen. Aber dann haben wir das auch geschafft. Jetzt möchte ich natürlich... Jetzt hätte ich natürlich atmen sollen. Das ist das Erste. Das vergesse ich gerne mal. Meistens dann auf Kosten meiner Lebenspunkte. Und wir finden hier Gold. Das muss jetzt natürlich wieder mit. Wir 61, das mit dem, was wir oben haben, dürfte das reichen für eine Goldspitzhacke, denke ich. Wenn wir jetzt, ja, 68, das reicht dann auf jeden Fall. Jetzt gucken wir mal, wo wir hier lang können. Na, das heißt hochwerfen. Ja. Gehen wir da noch hin.
aber geht's hier weiter? Dann wird hier wohl wieder ein bisschen Grabezeit. Hier scheint nicht zu sein. Ich schneide das dann mal wieder. Bis gleich.